An Wortspielen mangelt es nicht. Pivolution, Piss in, Pee for Free. Was sich lustig anhört, hat einen ernsten Anlass. Denn beim Urinieren im öffentlichen Raum in Berlin gibt es gewaltige Unterschiede. Wir haben hier zum Beispiel 4 Pissoirs an einer Toilette, eine Sitztoilette, wo dann natürlich alle, die halt sich hinsetzen müssen, wir sprechen aber auch von Seniorinnen, etc., dann ewig anstehen müssen im Sommer und dann diese 50 Cent bezahlen müssen, die man halt oft auch nicht bei sich hat. Das ist einfach, widerspricht dem Gleichheitsgrundsatz unserer deutschen Verfassung. In der Bundeshauptstadt haben mehrere Akteure deshalb zu einer Kundgebung aufgerufen, um für Toilettengleichberechtigung zu demonstrieren. Vor allem auch für Frauen, weil es gibt ja in Berlin gerade einzelne Toiletten, die für Männer als Stehpinkler öffentlich zugänglich sind und nicht bezahlt werden müssen, für Frauen allerdings nicht. Und ich will dafür einstehen, dass es verändert wird. Bei mehr als 3,6 Millionen Einwohnern und jährlich rund 14 Millionen Touristen sind die weniger als 300 öffentlichen Toiletten für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Piss-Ins jedenfalls klar zu wenig.